Lab ist ja, wie wir Bürgerbeteiligung durch digitale Tools überhaupt organisieren können. Und ich muss schon sagen, dass diese Cityscopes sehr gut funktionieren als interaktive Diskussionsplattform. Das Gute daran ist tatsächlich, dass die Leute nicht nur reden, also nicht nur sich ärgern können über die da oben, die irgendwas schlecht machen, also die Regierung, die Behörden, sondern dass sie tatsächlich diese Suchsteine in die Hand gedrückt bekommen und selber aktiv am Tisch was machen müssen. Wenn sie sagen, wir wollen an dem Ort keine Unterkunft, dann bekommen sie einen Stein in die Hand gedrückt und dann heißt das ja, wo dann? Und das ist eigentlich sehr toll, weil man wirklich auf die Sachebene kommt und eine ganz andere Form von Diskussion beginnen kann. Es ist zuerst so, wenn man in die Workshops kommt, dann kriegt man eigentlich erstmal einen kleinen Vortrag. Da bekommt man ganz grundlegende Hintergrundinformationen über Flüchtlingsunterbringung allgemein. Das ist überwiegend ein, wie man es vielleicht auch aus klassischen Beteiligungsverfahren kennt. Man hört irgendjemandem zu, einen Experten, man kann Fragen stellen, es wird geantwortet und man sieht an der Leinwand aufgrund von kartografischen Darstellungen, wie die Flüchtlingsunterbringung derzeit gelöst wird in Hamburg. So, als nächstes gehen wir jetzt über zum Bezirkstisch gemeinsam und gucken uns den Bezirk, für den Sie heute hier gekommen sind, gemeinsam an. Auf dem Bezirkstisch müssen sich die Leute natürlich auch erstmal orientieren und dafür haben wir auch die Moderation, die dann gewisse markante Punkte im Bezirk aufzeigt. Wir haben jetzt heute hier den Bezirk Altona aufgerufen, für den Sie gekommen sind. Und Sie sehen jetzt hier wieder die Farben der Flächen, die gelben Flächen, die orangen Flächen und die roten Flächen. Sie sehen ebenso die Unterkünfte, die bestehenden und die geplanten. Da wir in einem Workshop nicht über den ganzen Bezirk sprechen können, weil der viel zu groß wäre, würde ich Sie jetzt bitten, sogenannte Suchrahmen zu legen. Haben Sie vielleicht eine Idee für ein Areal auf der anderen Seite sozusagen? Ich kenne die Gegend nicht so gut, aber vielleicht kennt ja jemand anders die Gegend. Hier sind ja auf jeden Fall so zwei gelbe Flecken. Vielleicht könnten wir da mal gucken, was das eigentlich ist. Und hier ist in einem relativ großen Abstand zueinander keine Unterkunft geplant und steht auch noch keine da. Könnte man ja dann hier hinlegen, dass, wenn das Argument ist, jetzt gelbe Flächen in Altona zu suchen, dann scheinen da ja relativ viele zu sein, rund um das Volksparkstadion, glaube ich. Ist das dann, ne? Der Monitor, der hinter dem Bezirkstisch steht, der gibt nochmal ganz detaillierte Informationen zur Flüchtlingsunterbringung im Bezirk, auf Bezirksebene. Das heißt, wie viele Einwohner haben wir im Bezirk, wie viele Flüchtlinge sind derzeit untergebracht, wie viele sind auch in Planung. Und wir sehen auch auf dem Monitor ganz direkt, wenn auf dem Tisch oder innerhalb der Workshops eine Fläche vorgeschlagen wird, dann wird die Zahl auch direkt auf den Monitor projiziert, sodass wir immer ganz live sehen können, welchen Stand haben wir gerade, wie viele Flächen müssen wir vielleicht noch finden. Das dient einfach gut zur Orientierung. Wir sind jetzt hier am Detailtisch und wir sehen jetzt hier die 2x2 Kilometer. Das ist ein Suchrahmen, den eben jemand ausgewählt hat. Wir sehen jetzt hier relativ genau auf die Flächen und was man auch sieht, ist soziale Infrastruktur. Wir sehen Symbole für Kitas und Schulen. Da ist es dann tatsächlich auch so, dass die Leute interagieren können, indem sie mal wirklich das Modell bedienen können. Sie können Dinge setzen auf dem Modell, sie können sich Informationen abrufen, sie können entscheiden, einen Unterkunftsstandort vorzuschlagen. Und das ist tatsächlich die Station, wo auch am meisten interagiert wird und eben nicht nur zugehört wird. Die Informationen, die die Teilnehmer am Tisch Quartier und Grundstück erhalten, sind nochmal sehr viel detaillierter als die auf dem Bezirkstisch. Das heißt, ich kann tatsächlich mal in meiner Nachbarschaft zum Beispiel in ein Grundstück schauen und kann genau sehen, wie groß ist das Grundstück eigentlich. Es gibt eine rechnerische Zahl, die anzeigt, wie viele Menschen dort potenziell untergebracht werden können. Und es gibt einfach die Unterteilung in harte und weiche Merkmale, also Merkmale und Restriktionen, die diskutierbar sind, wo man sich darüber austauschen kann, möchten wir zum Beispiel in einem Park eine Unterkunft bauen oder nicht. Und es gibt die harten Merkmale, die eben die sehr starken rechtlichen Restriktionen darstellen und die können direkt einzeln abgerufen werden. Darüber hinaus gibt es auf dem Monitor eine Spalte, wo Kommentare möglich sind. Das heißt, die ganze Diskussion, die im Rahmen der Workshops geführt wird, die wird live dokumentiert, sodass eben auch die Prüfstellen, die tatsächlich dann damit beauftragt sind, diese Flächen zu prüfen, ob sie sich eignen für Flüchtlingsunterbringung, dass die auch die Argumente nachvollziehen können, dass die wissen, was wurde eigentlich im Rahmen der Workshops diskutiert und ist das vielleicht ein Grund, um die Fläche anders zu gewichten, als wenn wir das in unserem normalen Prüfverfahren oder nach unseren normalen Maßstäben tun würden. Ich setze den Stein hier hin
weil ja hier auf einer freien Grünfläche steht, die orange ist, also die Genehmigbarkeit scheint gegeben zu sein. Er ist direkt an der Buslinie von mehreren Buslinien und liegt mitten im Quartier. Der Sportplatz ist hier an einer sehr exponierten Stelle, umgeben von Wohnbebauung und wird sehr intensiv bespielt. Deswegen gibt es häufig Probleme mit den Anwohnern, die zum Beispiel hier wohnen und sich über den Lärm gerade sonntags morgens beschweren. Und meine Idee ist, dass man den Sportplatz verlegen könnte auf das Areal der Holzenbrauerei, die verlegt werden soll. Warum sollen die Kinder, die da drumherum wohnen und unbedingt auf den Parkplatz der Holzenbrauerei wandern, was viel weiter entfernt ist? Also dann wäre doch eher die Frage, doch nochmal nach einem anderen Areal zu suchen. So wahnsinnig viele Grünflächen gibt es da ja auch nicht. Und ich denke auch gerade der Sportplatz hat auch einen hohen Integrationswert. Ja. Gerade für neue hingezogene Geflüchtete sind ja viele dabei wahrscheinlich, die gerne auch Fußball spielen wollen und sich Sport betätigen wollen. Man interagiert tatsächlich, indem man sich nicht nur ein Frage-Antwort-Spiel macht, sondern man redet tatsächlich über das, was dort visualisiert wird. Es ist ein sehr kollaboratives Verfahren, würde ich sagen, weil man sich zuhören muss, weil man sich auf das bezieht, was man dort sehen kann. Aber man hat eben auch nicht die Situation, dass einer vorne steht und die anderen nur zuhören, sondern jeder ist im Prinzip auf Augenhöhe um diesen Tisch versammelt und kann seinen Beitrag ganz frei einbringen. Ist das ein Ort, der in Frage käme für eine Unterkunft? Was sagen Sie? Sie kennen sich aus im Quartier. Gerade weil es ein zentraler Punkt ist, wenn nicht, könnte man das durchaus vertreten, dort temporär Flüchtlinge unterzubringen. Was heißt denn temporär? Also es ist ja, wenn die erstmal da sind, wer sorgt denn dafür, dass die auch wieder wegkommen? Das ist ja, wie lange, über welchen Zeitraum reden wir da? Ich finde das überhaupt eine ganz schlechte Fläche, denn ich bin der Meinung, also ich bin hier zwar nicht aufgewachsen, aber ich kenne Leute, die hier wohnen, überwiegend ältere Leute, und für die ist das ein total wichtiges Event. So einmal im Jahr pilgern die dahin. Das ist ein sozialer Treffpunkt, das ist total wichtig. Und ich möchte auch nochmal anmerken, dass hier ja auch, ich weiß nicht, wie viel sind das, vielleicht 500 Meter entfernt, auch schon eine große Unterkunft ist und hier, glaube ich, sogar noch eine in Planung ist. Man muss ja irgendwie auch mal sehen, irgendwann ist dann ja auch mal genug. Das ist temporär und das sind ja Häuser, die aus einzelnen Containern zusammengesetzt sind. Und das ergibt dann so eine Wohnqualität mit unten 3-Zimmer-Wohnungen und oben 3-Zimmer-Wohnungen und einem Dach. Sowas haben wir auch schon häufiger in Hamburg hingestellt. Und es ist tatsächlich so, dass die auf Streifenfundamente gesetzt werden, wenn die Fläche einigermaßen eben ist. Und dass es dann natürlich möglich ist, wenn man das Dach wieder abgenommen hat, die Container wieder anzuheben und wieder wegzutransportieren. Also das geht tatsächlich. Meine Aufgabe und die meiner Kollegen ist die Begleitung des Projektes aus fachlicher Sicht. Das heißt, der zentrale Koordinierungsstab Flüchtlinge beschäftigt sich ja in der Akquise damit, Flächen zu finden und so herzustellen, dass ein Wohnen, also eine wohnähnliche Nutzung möglich ist. Das heißt, wir gucken hier mit drauf, geht das überhaupt? Kann man das bautechnisch umsetzen? Sie können sicher sein, dass es nach Abschluss der Nutzung als Containerdorf auch wieder renaturiert wird, die Fläche. Da hat sich das ZKF auch häufig schon verpflichtet, eben Bepflanzung vorzunehmen nach Abbau der Flächen. Mich hat sehr gewundert, dass in den letzten drei Workshops sehr, sehr viele Grünanlagen und Parkanlagen vorgeschlagen wurden. Das hätten wir von Bezirksseite und wahrscheinlich auch von Seiten des ZKF in so einem Umfang gar nicht befürwortet und gar nicht gedacht, dass die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auch solche Flächen bereit sind, zur Verfügung zu stellen, um Flüchtlingen eine Perspektive für ihre Wohnbebauung zu geben. Was Sie hier eben auch sehen an diesem Tisch, sind Steine mit verschiedenen Größen, also mit Zahlen drauf, 80, 160, 280, das geht hoch bis fast 1000. Und wir können jetzt, wenn wir über diese Fläche diskutieren und uns überhaupt verständigen, dass es ein sinnvoller Ort wäre, dann im nächsten Schritt eben auch überlegen, wie viele Leute wir dort platzieren könnten. Es gibt eine Größe im Sozialmanagement, also diese wohnen ja da nicht alleine die Menschen, sondern werden auch von Sozialarbeitern betreut. Und da ist es so, dass ein Kollege 80 Menschen berät. Das heißt, wenn man den Stein mit 120 nimmt, dann sind das anderthalb Kollegen des Betreibers, die sich vor Ort um die Menschen kümmern. Man kann zur Not auch noch sagen, dass
es einen Personalaustausch geben kann von der Einrichtung daneben an. Insofern kann man hier auch eine kleine Größe nehmen. Aber unsere Erfahrung, was ehrenamtliches Engagement anbelangt, ist, dass es 120 zu klein ist, um da eine Menge stattfinden zu lassen. So, wir haben jetzt hier für dieses Suchfeld 120 ausgewählt und wir gehen jetzt alle nochmal zurück zur Station 1, zur Hamburg-Station, weil dort sehen Sie die Anzahl der Plätze, die wir gesucht haben, und Sie sehen vor allem nochmal in Relation zur ganzen Stadt, wo Sie platziert haben. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die konstruktive Diskussion. Wir konnten nicht alles miteinander besprechen, aber ich glaube, wir waren erfolgreich. Wir haben eine Menge Plätze gefunden.